Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part meiner F1 Manager-Karriere mit Williams. Und wir sind dieses Mal in Belgien, beim großen Preis vom Spa-Francorchamps. Und wir starten gleich ins Qualifying und ich habe ein gutes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich werde mit Albon gar nicht so schlecht abschneiden. Ich habe wirklich ein richtig gutes Gefühl. Der neue Frontflügel ist, glaube ich, gut. Also der bewirkt einiges. Okay. Nicht so gut wie erhofft, aber ist okay. Ich habe nämlich meine Hoffnung Q2, aber gut. Stroll, Ricardo, Latifi, Norris ist auch langsamer. Ist wirklich drin. Q2. Da ist wohl jemand von der Linie abgekommen. Ja, Q2 erreicht. Ricardo, Latifi, Vettel, Norris und Stroll haben es nicht geschafft. Beide McLaren sehr, sehr schwach auf diese Strecke. Tsunoda, Alonso kriegen auch nochmal eine Strafe. Vettel ja auch. Aber ich werde auch keine neuen Reifen benutzen. Ich werde diese Softs noch zweimal fahren. Auch wenn ich dadurch 15. sein werde. Aber ich spare mir die anderen Softs lieber auf. Wer kommt da von der Linie ab? Na, Q3 wird eh nichts. Da bin ich realistisch. Also da bin ich realistisch. Da bin ich ein Realist, wollte ich sagen. Vor Mick Schumacher, 14. Ist okay. Hatte ja auch kein größeres Ziel. Also, Q2 war mein Ziel, habe ich erreicht. Das reicht vollkommen aus. Vor Tsunoda starte ich ja auch noch. Heißt, ich starte von Platz 13. Der Renntag ist da. Mit Soft Hards. Die Soft Reifen bauen relativ schnell ab. Und mit Latifi mache ich das gleiche.
Erst Soft und dann auch die Harten rauf. Es ist ein etwas bewölkter Renntag. Sie hören die aufgeregten Zuseher hier beim großen Preis. Na, ich sehe hier einige noch mit roten Reifen zum Anfang. Also mit Softreifen. Und los geht's. Ich hätte es anders gedacht, dass viele halt mit Mediums oder Hard starten. Nice work. Das war ein Überholmanöver von Williams. DRS is enabled. Full deploy. Yep, copy. Ich wollte sagen, ich muss da dranbleiben. Bottas und Hamilton. Ist halt ganz wichtig, dass ich mit den Softs schnell fahren kann, also dass ich die ausnutzen kann und die Pace der schnelleren Autos mitgehen kann. Gelbe Flagge und. Oh, und das ist ein Unfall. Perez hatte einen Unfall. Mit Latifi auch 14. Das ist auch noch. Aber Latifi dreht sich hier noch raus. Darauf würde ich wetten. Der macht ja immer irgendwann einen Fehler. Nächster Unfall auf der Strecke. Es gab einen Unfall. Diesmal Stroll, das ist egal, der ist irgendwo hinten. Increase, lift and coast. Yes. Think you can reduce lift and coast. Yes.
shocking. Und McLaren mit einem tollen Überholmanöver. Wenn er heute kein, wenn er keinen Fehler macht, Albin, dann sieht's gut aus. Richtigen Strategiefehler kann ich ja eigentlich nicht machen. Heute also ist ja kein Regen angesagt. Und schon wieder gelbe Flagge gewesen. Oh, weit ab von der Linie. Russell war das diesmal. Und der nächste Unfall ist. Oh. Bin ich da irgendwo reingerast jetzt? Safety car, safety car. Keep Delta positiv. Jetzt muss ich aber. Nein! Pause, Pause, Pause! Pause! Schaffe ich das vielleicht noch? Wie weit hat das denn noch? Mr. Box, ich muss mal kurz gucken, wenn ich jetzt die Strategie nochmal ändere. Wenn ich jetzt reingehe, muss ich gucken. Eigentlich nicht, nee. Oder eigentlich kann ich es eigentlich, ich kann es probieren mit ihm. Wird natürlich ein richtig langer Stint, aber nee, ich verwerf das, das ist zu lange hin. Doch. Komm. Ich bin mir richtig unsicher, was ich mache, aber wenn ich jetzt. Ja, komm, komm in die Box. Latifi. Eine Kollision! Ist aber halt. So, lift and coast level 3. Yes, okay. Die Frage ist halt, was mache ich mit Albin? Das ist halt die Frage. Ich muss eigentlich auf diese Strategie bleiben. Außer es geht jemand von den anderen rein. Doch, die gehen alle rein.
werfen. Ja, komm. Aber es sind nur Sainz und Verstappen. Wahrscheinlich waren die auch in den Unfall betroffen. Also Sainz auch in den Unfall. Was war das jetzt schon wieder für ein Bug? Nee, mit dem muss ich noch ranfahren, um einiges. Copy. Focus and push. Ah, okay, copy. We want to leave court, please. Copy. So, jetzt bin ich auch mit Latifi dran. Jetzt habe ich noch frische Reifen, aber muss mit denen durchfahren jetzt. Könnte sich hinten raus noch rächen. Safety car in this lap. Okay. So, dann mal gucken gleich, ob das eine gute Idee war wieder. Kannst doch noch versauen mit Boxenstrategien. Okay. Let's reduce left in case. Copy. So, mit Albon bin ich schon an Norris vorbei. Das ist schon mal gut. Soeben hat Williams eine neue Position gut gemacht. Gasly fährt jetzt in eine Box, das ist natürlich eigentlich Bullshit. Dann hätte er den Boxenstopp auch vorziehen können. Mit Latifi könnte ich eigentlich fast versuchen, die alle aufzuhalten da hinten. Oh, schon wieder. Verstappen ist raus. Jedenfalls hat er einen Fehler gehabt. Die Räder haben wohl blockiert. Hamilton fährt jetzt auch in der Box. Yep, copy.
Das war ein Überholmanöver von Williams. Ist jetzt richtig gut, wenn ich jetzt da so dran bin. Ach, nicht ganz im DS-Fenster. Jetzt, doch, bin drin. Sehr gut. Gut ist, ich kann mir auch noch mal frische Reifen holen, wenn jetzt ein Safety Car kommen sollte. Dann kann ich ja auch noch mal umswitchen. Alpha Tauri hat einen Platz aufgeholt. Norris in der Box. Aber bis auf Sainz müssten ja alle noch in der Box, die vor mir sind. Selbst ich könnte noch mal in die Box. Das wäre vielleicht auch ganz okay, mir nochmal neue Reifen abzuholen. Oder ich versuche halt durchzufahren, ist halt beides okay. Das ist eine ganz schwierige Entscheidung. Diesmal wieder. So, Mick Schumacher in der Box. Ricardo in der Box. Kann ja auch. Mit Latifi alle aufhalten. Oder Latifi könnte auch in die Punkte kommen. Wenn er so weitermacht. Nicht so einfach gerade zu entscheiden, was ich mache. Noch muss ich so oder so mit den Harten draußen bleiben. Ich muss eigentlich mit den Harten durchfahren versuchen. Alles andere ist Quatsch.
Jetzt Russell, Magnus und Bottas, Tsunoda, Alonso, die fahren alle in eine Box. Okay, reduce lift and coast. Auch Latifi spielt jetzt extrem weit nach vorne. Sogar Latifi in den Punkten. Sektor 3. Gelbe Flagge. Die Räder haben wohl blockiert. Stroll wieder mal. Belasse ich Latifi fahren oder gucke ich, dass Latifi die aufhält? Auch Ocon und Schau jetzt in der Box. Boxfahren bringt gar nichts für mich. Lass Latifi einfach so fahren. Let's reduce lifting coast by one level. Yes. Gelbe Flagge. Da haben die Räder blockiert. Ricardo was diesmal? Alpine hat sich gerade verbessert. Ja gut, Alonso hat Latifi geholt, ist okay. Lift core increased, please. Copy. Komm Gasly, fahr ruhig vorbei. Du hast eh das schnellere Auto. Komm. Pierre. Das schiebt sich da gleich wieder zusammen. Jetzt ist er vorbei. AlphaTauri hat sich um eine Position verbessert. Gib mir aber DRS. AlphaTauri hat einen Platz aufgeholt. Egal. Ocon ist auch gleich vorbei. Magnus und Russell sind auch bald vorbei.
ein gutes Überholmanöver von Alpine. Full deploy. Copy. Der nächste, der mich überholt. Ist das eine neue Rennplatzierung für Haas? Ja, da komme ich halt nicht mit. Die harten Reifen habe ich ja schon sehr, sehr lange. Da blockieren die Räder. Increase, lift and coast. Yes. Mercedes hat einen Platz gut gemacht. Irgendwie noch den Punkt mitnehmen, das ist das Wichtige an dem heutigen Tag. Momentan kommen die noch nicht vorbei. Wenn er sogar noch mehr als Platz 10 wird, dann bin ich noch, also bin ich richtig zufrieden. Jetzt ist Bottas vorbei. Eine Position gut gemacht von Alfa Romeo. Jetzt irgendwie noch dranbleiben. Irgendwie nochmal DRS bekommen. McLaren macht eine Position gut. This is the final lap.
Na, kommt von hinten noch Angriff von Chow oder Alonso und Hamilton. So, Latifi 14. ist okay. Checkered flag. I think there's still something we're missing. That was a hard one. Go in and pick up rubber. Der hält das. Da kommt Schau nicht mehr ran. Da ich noch ERS hab. Das noch aufbrauchen kann. Jawohl, Siebter. Endlich habe ich die Punkte mal nach Hause gebracht. Und das war das, dass ich da beim Safety keine Box gekommen bin. Das war der gute Move gewesen. Deswegen habe ich meine nächsten Punkte geholt. Latifi auch mit einem starken, was war der jetzt, 15. 14. Platz. Nicht stark, weil halt vor den ersten Martins war oder vor den Red Bull, die beide Fehler gehabt haben, sondern weil er hier auch mit McLaren mit der Pace mitgehen konnte. Also besser als Ricardo war, auch mit Norris mitkam. Konstrukteurs-WM bin ich dadurch relativ dicht an McLaren dran. Natürlich, Haas konnte sich jetzt ein bisschen absetzen, weil Magnussen ja sehr gut war, aber wie gesagt, ich kann mich auf die neue Saison konzentrieren. Das ist halt das Wichtige. So, Trophäenraum fertig. Aufhängung, Forschung abgeschlossen. Das andere ist egal, dieses Jahr ist durch, ich bin 9. dürfte auch nichts mehr passieren. Wie ich vorhin schon oder wie ich schon in den paar vorigen Parts gesagt habe, Albon empfiehlt sich für einen neuen Vertrag. Nächste Rennen ist großer Preis von Zandvoort. Muss mal gucken. Nicht Latifi, sondern ach, das war ein Fehler. Ich wollte da nicht gucken. Ich wollte mir das Auto angucken von Albon. Weil da könnte auch noch was gehen. Da könnte auch was Richtung Top 10 gehen. Behaupte ich jetzt mal. Na, ich warte, bis der Zustand überall schlechter geworden ist und dann verbessere ich das erst. Obwohl man eigentlich, glaube ich, alles direkt verbessern sollte. Gut, das war jetzt der große Preis von Belgien mit einem richtig guten Erfolg von Alex Albon, Platz 7.
beste Saisonplatzierung und wir sehen uns dann wieder beim großen Preis von Zandvoort.